So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Diesen Freitag lief ja dann doch etwas gegen uns. Da fangen wir auch dann gleich an. Das sind hier die Währungspaare. Das wäre hier, nachdem es zigmal exakt so gelaufen ist, hier die Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, die nächste Aufwärtsbewegung, war hier ein Rücklauf an diese ehemalige Widerstandszone, da man jetzt eben Unterstützungszone, wurde hier eine schöne 4-Stunden-Kerze ausgebildet, doch dann eben ab 16 Uhr die letzte, ja, in den letzten Handelsstunden der letzten Woche war hier ein Abverkauf, kam auf Abverkauf vor, genauso wie australische Dollar gegen japanischen Yen. Da war ja hier, wer sich da erinnern kann, in dem Video, in den beiden, in den Nachtvideos und auch in dem anderen Video, war ja hier möglich gewesen, nochmal zu verkaufen direkt hier. Weil die Kerze nach dem Kaufsignal war gleich negativ. War auch zweimal, wie gesagt, erwähnt worden. Und dann lieber noch hier oben eventuell mit einstoppen. Aber ich habe es jetzt also gelassen. Und ja, ist dann voll in den Stopp gelaufen, auch in den letzten, ja, in den letzten Stunden der letzten Woche. Das waren jetzt hier die zwei negativen Sachen. Sonst das Setup, wer das noch hat hier aus Euro, britische Pfund, ja, Kursziel war ja hier oben, war nur ein Stopp nachgezogen. Zwar erwähnt, dass es nicht mehr so prickelnd aussieht, aber wie gesagt, ist der Stopp nachgezogen worden. Und hier liegt man, wer noch investiert ist, deutlich im Plus. Im Euro gegen japanischen Yen ist wieder hier zigmal, nachdem es hier dann mit dem kurzfristig ist ja schon deutlich ins Plus geschafft hat, das Setup ist wieder abgefallen. Auch hier nichts Weltbewegendes, hier kann sich noch das wieder ins Positive drehen. Zum Gold und zum Silber Setup. Silber hat hier die Korrekturbewegung womöglich eben noch nicht ganz abgeschlossen. Hier sah es ja alles gut aus. Verkauf der einen Position mit einem Dollar, was mehr oder weniger vom Tief bis zum Hoch war, natürlich mehr drin, aber wie gesagt, hier wurde nachgezogen und die andere Position ist jetzt hier 10 Cent im Minus. Hier könnte immer noch jetzt dann die untere angelaufen werden, genauso wie bei Gold. Da lief es zwischenzeitlich, ja, von den charttechnischen Marken ideal, kein Schlusskurs, kein 4-Stunden-Schlusskurs drüber, diese Marke ja gehalten, war auch eingezeichnet zu diesem Zeitpunkt hier. Und dieses lilane Setup war dann halten der 1340er Marke bis hier hoch, lief durch. Dann wurde hier gesagt, sobald es hier die Marke von 1343 bricht, sieht es nicht mehr nach dieser Bewegung aus. Da hat man ja gesehen, Marke gebrochen, extrem bullischen Move nach oben nochmal, der aber auch schon wieder am Freitag gekontert worden ist. Also der letzte Freitag ist ein bisschen, oder die letzten Handelsstunden sind nicht ganz klar, wieso jetzt hier jeweils die Abverkäufe stattfanden. Da kommen wir jetzt dann eben zu den US-Indizes, allen voran zum Nasdaq. Der hat hier ja einen Schlusshoch auf Tagesbasis hingelegt und sieht eben weiterhin erstmal hier bullisch aus. Bei den Indizes, die hatte ich ja vor 2 Wochen analysiert, das sah es jetzt ja gemischt aus. Das jetzt hier lief zuerst in die richtige Richtung, die Chemiewerte, dann kein neues Hoch, jetzt hier runter, womöglich in den Unterstützungsbereich. Die Technology-Börse ging erst hoch, weiter, keine Umkehrkerze eben hier noch gebildet, ja, neues Hoch. Da kann man hier eine enge Range nehmen, bricht die da runter aus, dürfte es hier dann runtergehen, wie eingezeichnet. Die Biotechs sollten noch ansteigen, dann haben es eben einen gewissen Verlauf noch ein Stück höher. Dann eben die Korrektur, wenn ich das jetzt hier eben nach oben setzt, ist genau diese Korrekturbewegung, die eben hier unten hätte stattfinden sollen, schon
vollbracht und daher dürfte hier die Marke höchstwahrscheinlich noch angelaufen werden. Bei den Banken lag ich definitiv falsch. Für mich sah das hier, die ersten zwei Tageskerzen waren auch genau in die gewünschte Richtung. Und dann sollte sich eher hier das komplett nach unten ausdehnen. Das wurde hier nach oben gesprengt. Wie gesagt, das war definitiv auch nichts gut analysiert, beziehungsweise lief halt in nicht die präferierte Richtung. Hier lief es hoch und kann hier sich ja über dem EMA halten und läuft hier an das Kursziel ran. Also die Lage ist jetzt hier, wie eben damals auch schon vor zwei Wochen, ja, es war vor zwei Wochen, gibt es keine eindeutigen ja, Signale auf Tagesbasis, definitiv in meinen Augen nicht. Ja. Die Subindizes laufen auch noch unterschiedlich, also muss man hier Vorsicht, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Was natürlich letzte Woche hervorragend lief, war eine Heidelberg Zement, eine Münchner Rück, also alle oder fast alle Aktienwerte und natürlich Hang Seng und der Nikkei-Index. Hier muss man natürlich am Montag eben drauf achten. Das ist zwar die Indikation nur, aber diese Kerze ist jetzt ja eine sehr spekulative oder eine Umkehrkerze, die man sehr spekulativ umsetzen könnte mit dem Stopp hier oben, aber eine Bestätigungskerze wie, ich weiß nicht in welchem Index das war, wie gesagt, hier muss man eine Bestätigungskerze auch abwarten, um da wirklich eine Schlussfolgerung zu ziehen. Im Nikkei war ja hier noch das große Thema dann der EMA 200, nachdem es hier unten exakt so lief. Das war ja nur noch in hellgrau oder in leicht Unterton, wie gesagt, weil das nicht aktiviert. Jetzt wäre es aktiviert, aber wir sind ja schon investiert und da dürfte es ja hier eben entscheidend sein, ob der Kurs, der Index über diese Marke geht. Kommen wir nun zum DAX. Hier zunächst dann der ja, ideale Verlauf, an den fast idealen Verlauf. Hier ging es zuerst höher, dann eben flacher und dann eben erst dieses Erreichen des Kurszieles. Was hier jetzt neu ist, ist die Marke hier oben, die 10.860 Punkte Marke. Das war hier der Gap Close und diese Marke dürfte der Index ja, auf Tagesbasis bzw. auf Wochenbasis dürfte der Probleme haben, die zu überwinden. Das wäre jetzt hier, ob jetzt direkt im Anschluss oder mit einer Zwischenkorrektur, diese Marke wird höchstwahrscheinlich noch angelaufen. Dann schauen wir noch zum Wochenchart. Hier ist jetzt auf Wochensicht diese Marke gebrochen worden, der Abwärtstrend. Und hier wäre natürlich größeres Potenzial freigesetzt. Und da hatte ich eben vor Ewigkeiten, ja, es war hier im 11. Juli, dann ein Kursziel von 11.400. Also das wäre das obere Kursziel, was ich damals ausgemacht habe. Aber bis jetzt hier muss man jetzt in unteren Zeitebenen schauen. Und da wäre erstmal hier diese Marke zu sehen. Bei der Indikation ist so eine ähnliche Marke. Ja, die liegt hier bei 10.880. Also auf das muss man achten. Hier habe ich jetzt mal nur so einen Trendkanal eingezeichnet. Da würde dann der Kurs auch hinlaufen. Also hier dürfte der Kurs erstmal abprallen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.